Björn, ich weiß noch, als wir vorhin die Fotos für die Torgrafiken gemacht haben, dass du zu mir gesagt, die brauchen wir eh nicht so oft. Das ist jetzt das zweite Heimspiel nacheinander, wo wir sie brauchen. Avancierst du jetzt zum Goalgetter? Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich was anderes gemacht wahrscheinlich, aber ich gucke dann meistens nicht hoch. Traumtor. Du musst hier rein, du musst hier rein machen. Nein, freut mich natürlich. Das war jetzt heute natürlich so ein Ding, einfach mal abdrücken, wenn er nicht... Wenn er nicht weiß, wohin, dann vielleicht mal aufs Tor. Und mit ein bisschen Glück war noch abgefälscht und dann geht er halt rein. Nehme ich mit. Markus Ulich war gerade kurz hier und das ist mir auch aufgefallen. Das ganze Stadion raunt. Da würde sich vielleicht jeder Spieler von beirren lassen, außer Björn Rother. Beschreib noch mal diese Szene. Ja gut, ich wollte dann eigentlich mit links nach innen zu Ron spielen. Dreht dann bei dem Platz, kann das schon mal passieren, dreht dann komplett in den Boden. Ja, und dann haben sie es nicht vernünftig geklärt und dann nehme ich den zweiten Ball auf und schieß rauf. Ne? Also ich habe schon gemerkt, dass der ein oder andere schon gemeckert hat, aber ja, vielleicht nicht immer erst meckern, sondern mal kurz abwarten reicht dann. Schon im Wuppertal ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass du so ein bisschen offensiver agiert hast. Ist das bewusst wirklich auf dem Feld oder kam mir das nur so vor vielleicht? Ja, das ist schon bewusst in letzter Zeit. Heute war es eigentlich ein bisschen weniger, weil wir viele Offensive auf dem Feld hatten und ich musste schon den defensiveren Part dann machen im Mittelfeld, aber ja, ich bin von mir überzeugt, dass ich da Qualitäten habe und habe die vielleicht in der Hinrunde nicht so oft zum Vorschein gegeben. Das ist auch eine Sache von Selbstvertrauen und wie es in der Mannschaft dann halt läuft, wie es insgesamt für uns läuft. Und ja, in letzter Zeit klappt es auch ganz gut.